Wie heißt das jetzt? Abend. Rotmarsch. Abendrotmarsch. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht wieder eine Instanz. Ja, aber lass mal ganz kurz gucken. Oh. Was muss gemacht werden? Klar, den Nephus zur Seite und greift König Leibriss. Steht Nephus zur Seite und greift König Leibriss an. Sprecht mit Arina und Ramses, nachdem sich die Dinge im Kolosseum zugespitzt haben. Zerstört die Kryptis Geschütztürme und bezwingt die Königin Leibriss, ohne von ihrem unstillbaren Wutangriff getroffen zu werden. Oh, ja, ja, ja. Ich gebe mein Bestes. Oh, ja, ja. Ja, ja, gut. Das ist ja sowieso. Wir haben hier Extraktortürme, die wir sofort lahmlegen müssen. General, wie gut euch auf unserer Seite zu wissen. Helda, Ihre Majestät hat mir keine Wahl gelassen. Ich habe versucht, Neutralität zu wahren und Eparch nicht zu provozieren. Aber es war an der Zeit. Eigentlich schon längst. Sie bekommt meist, was sie will. Das ist mir schnell klar geworden. Ich bin froh, dass wir euch als Pfeil im Köcher haben. Euer Ruf eilt euch voraus. Das gilt für euch genauso. Wie bewertet ihr denn die Situation? Labris ist in einer schwierigen Position. Sie hatte nicht erwartet, dass sie sich im Abendrotmarsch verteidigen muss. Während der vierten Unruhe hätte ich ihr selbst beinahe eine Niederlage erlitten. Ihr lässt sich nicht besonders gut die Stellung halten. Falls Eparich die Situation bekannt ist, glaube ich nicht, dass er sich hier an Blöße geben würde. Labris hat nur einen Vorteil, den sie nutzen kann. Und das ist ihre zahlenmäßige Überlegenheit. Davon wird sie Gebrauch machen. Ich habe Peter, Arina und Ramses in einer Hörnerformation losgeschickt, um von den Flanken anzugreifen. Wir schlagen in der Mitte zu. Immer in der Mitte zu schlagen, ist ja logisch. Erst Verteidigung, dann Angriff. Dum, 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 dum. Ich bin in die Lücke gefallen. Hallo? Ah. Ist eine Lücke am Füllen? Ja, ich habe die Lücke gefüllt mit mir selber. Hm? Boah, wie ekelhaft sich das anhört, wenn man hier läuft. Jo, Gott. Richtig am Rumschmatzen, ey. Wenn man so auf Gedärm rumläuft. Au. Dum, 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 dum. Die Wut ist mein. Die Wut ist mein. Ich bin wütend. Wut. Geh weiter. Ich geh selber weiter, ey. Ich hab den Geschütztürme, Marcel. Die müssen kaputt. Ich mach kaputt. Oh, Vorsicht! Oh. Ja, 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 ja. Jetzt.
Wo fehlen denn noch welche? Mach grad. Ah, scheiße. Siehst du noch welche irgendwo da? Geschütztürme? Nö, ja. Aber andere Gegner. Ja, ja, aber... Mal gucken. Da kommen gleich noch welche oder ploppt das gleich auf, der Erfolg. Mal gucken. Ich mach hier die Harpien hier oben. Ach, hier ist noch ein Geschützturm. Yes. Nice. Mit Nephus zusammen. Und wir müssen gleich irgendwie mit Nephus zusammen angreifen, ne? Was war das? I don't know. Steht Nephus zur Seite und greift Königin Labris an. Oh ja, okay. Ich glaube, das geht. Ich schätze mal, das wird der Endboss-Fight sein. Ja, ja. Ich denke, wir kriegen hin, den Endboss anzugreifen. Ja, ja, sollten wir schaffen. Hinten kommen wir schon die anderen. Ja. Das ist eine Höhle. Ah, doch nicht. Beseitigt diese Loyalisten, dann haben wir unsere Beute. Wo denn? Da oben die? Ja. Warum kann ich hier auf meinen Raptor gehen? Hä? Keine Ahnung. Reiti ist hier deaktiviert bei mir. Ja, bei mir jetzt auch gerade. Weil null? Weil ich schon drauf war. Keine Ahnung. Ey, du Schreckling! Ui, noch mehr. Ui, noch viel mehr. Hi, Lisa. Das ist jetzt die neue Story. Also, neues Kapitel von der Story, ja. 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 Ganz genau. Das ist jetzt der Endboss. Von dem Kapitel, genau. Wir sind also gleich schon fast durch. Wir sollen gleich nur mal rein die beiden Erfolge holen. Yes. Und die wir hier vielleicht verpassen. Glaube ich nicht mehr, dass wir welche verpassen, aber... Ein ehrgeiziges Dämonchen, das ich mit abgehalten. Ich hab schon gesehen, Lisa, aber das waren die, die ich auch gefunden habe. Das ist der aus Gelsenkirchen, wo man abholen kann. Die beiden hatte ich schon gesehen, die Trikots. Das werde ich nicht zulassen. Oder was? Hast du mir noch mehr geschickt? Nee. Das habt ihr mit Eberich gemeinsam. Den Hang zu Wahnvorstellungen. Sag mal, Lapis. Im Shop? Ja, da hast du mir nichts geschickt. Ja, aber Frauen, auch wenn das XXXL oder was in Frauen ist, aber das ist doch ganz anders geschnitten, Frauentrikots, oder? Ja, ja. Nee, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee. Weil die haben einen ganz anderen Schnitt, die haben einen ganz anderen Körper als Männer. Ich halte mich nicht für eine Heilsbringerin. Ich glaube, dass... Da, wir müssen die besiegen mit Zwingkönig, ohne von dem stillbaren irgendwas getroffen zu werden. Stimmt ja. Irgendwas mit unstillbarer Wutangriff. Sie schießt auf mich. Du machst das gut, Marcel. Ey, bleib weg von mir! Okay, den Erfolg könnten wir vielleicht noch verpassen, ja, maybe. Weil man halt noch nicht genau weiß, was das für ein Angriff ist, ne?
Naja. Jetzt greift ihr mich die ganze Zeit an. Ja, fehlgeleitete Wut, Erfolg. Ja, easy. Boah, wie OP wir einfach sind. Raste aus, ey. Ja, wo ist er denn jetzt? Majestät. Dies ist die Königin der Kryptis. XXL Frauen nicht? Was meinst du denn dann? Dem Eparch etwas gelegen sein könnte. Lebendig ist sie für uns wertvoller als tot. Sie ist zu gefährlich. Ich vertraue eurer Einschätzung. Nun bringt sie schon um. Peter. Majestät, sie ist wertvoll und Eparch weiß das. Dies ist Torheit. Jede Sekunde, die sie... Nein, der Schild ist nicht derselbe. Der Schild ist derselbe? Nein, auf gar keinen Fall. Ich sehe eine Chance. Nephus sammelt unsere Streitkräfte. Das Trikot, was du jetzt gekauft hast, Lisa, welche Größe hatte das? Die Zeit ist gekommen, M oder L? Ja, dann gib mir das doch mal und dann. Obwohl, das ist ja klein, ein L, ne? Ja, das wird nicht passen. Gib mir bitte kurz zu. Ja. Wenn es sein muss. Sie hat viele Kontakte in der Gegend. Bevor der Tag vorüber ist, werden wir eine Armee haben. Ich verstehe den Plan Ihrer Majestät. Den sage ich ja bei dir XL und bei Marcel XXL. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ging ja nur darum, um zu schauen, ob der Schnitt wirklich... Aber der Schnitt ist unterschiedlich. Ja. Die haben auch so einen Ausschnitt, die beiden Frauen. Ja. Sondern so ein V-Schnitt. Einmal so. So, wir haben noch steht, Nephus zur Seite und greift Königin Leibris an. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt nicht bekommen haben. Und spricht mit Arina und Ramses, nachdem sich die Dinge im Kolosseum zugespitzt haben. War das jetzt hier? Nee, ne? Ne, die hauen jetzt auch schon ab. Nee, wir müssen warum, jetzt verlassen. Warte, was hast du nicht bekommen? Steht Nephus zur Seite? Ja. Was habe ich bekommen? Hä, warum? Hä? Ja, steht Nephus zur Seite und greift Königin Labris an. Du gibst einen Beherrschungspunkt. Ach so, das? Ja, das ist, wenn du Armbrotmarsch abschließt. Ach so, okay. Und dann haben wir noch ganz Ohr. Sprecht ja. Mit Arina und Ramses, nachdem sich die Idee, das kommt wahrscheinlich gleich dann noch. Ja, vermutlich. Bei den Bildern sehe ich keinen Unterschied. Ja, ich schau gleich nochmal. Aua, ey! Findet Thekla die Ehrenwerte? Okay. Erst Verteidigung, dann Angriff. Ach so, da bei der Wegmarke. Meine Güte. Alter, der scheißt ja immer mehr aus. So, jetzt aber. War nur eine Idee. Ja, ist ja richtig. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Leider. Nee. Ja, ist auch eine nette Idee, dass du guckst. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich bin wirklich am Überlegen, dem aus Gelsenkirchen von Kleinanzeigen zu schreiben. Ja. Ja, Vinted ist ja so eine Art eBay-Kleinanzeigen, oder? Ja. Windbreaker für 40, ja. Ja. Also ich bin vielleicht wirklich mal am Überlegen, dem Gelsenkirchner da zu schreiben für 100 Euro. Mal gucken. Es wird immer schon klug. Und unmöglich. Sag mir, welches Wissen soll ich aus meinem müden Geist hervorzerren, Jungspundstoffe? Problem ist nur, dass der das Feldteams-Trikot nur ein XL hat und das schwarze Trikot steht halt Schalke 04 drauf, aber das Schalke 04 auf dem schwarzen ist halt auch irgendwie cool. Ja. So. Er hat das schwarze auch einmal in L. Ja, aber da steht nur Schalke 04 drauf. Und nicht Feldteams. Ja, aber der hat das einmal in XL und einmal in L. Achso, auch nochmal in XL, okay.
Oh, ich muss sie auch ansprechen. Da waren die Gazprom viel mehr Ausschnitt. Okay. Ja, wir schauen mal. Der Tickler, das ist doch ein Tickler. So, jetzt. Wollen wir einmal dann wieder von erst nach oben gehen, dann runter oder so? Und glaube ich mehr. Mhm. Oh, weil wir gerade schon hier sind. Ja, oder so. Ja, mir ist das egal. Baum, Baum, Baum. Wahrscheinlich ganz oben oder so. Bestimmt hier oben auf dem schwebenden Felsen oder so. Ah ne, da bist du gerade, ne? Ist nix. Hallo? Nö. Hm. Aber krass, bei den Frauen ist noch alles da. Ja, Frauen ist alles da, aber bei Männern nichts mehr. Ist so krass. Hä? Aber hier, wo wir hier hin müssen, hast du auch noch nicht gefunden, ne? Nee. Vielleicht hier irgendwo in dem Gebilde oder so. Ne, es geht ja auch wieder weiter weg davon. Hm. Machst du nicht den Endboss hier mit? Bist du nicht fertig? Der Riss? Ne, der hat doch am Ende immer nochmal einen Boss. Ah! Sehr schön. Hey, jawohl. Dann suchen wir mal weiter. Dann suchen wir mal weiter, genau. Die Beute der Schlacht.
Vinted ist toll. Warum? Isa kauft da viele gebrauchte Kleidung und Bücher. Ja, aber ist das sowas wie eBay Kleinanzeigen oder nicht? Ja, hauptsächlich hat es mal gestartet als Kleidungsflohmarkt nur für Frauen. Okay. Und meistens werden da sowas wie Bücher und Kleidung verkauft. Aber dann mittlerweile war vermutlich auch alles, ne? Nicht. Ja, das ist wieder Beherrschung. Hä, wo ist das denn? Signalfeuer gereinigt. Hier ist halt gerade. Dann lass erstmal zu den anderen beiden Punkten gehen, oder? Ah, okay. Lass mal zu dem oberen gehen, dann schauen wir mal. Stimmt, Jessie kauft auch Babysachen. Und nicht Bücher und Kleidung, ja. Die haben auch einen Käuferschutz und so. Ey, spuck mich dein Feuer auf mich. Arsch, ey. Signalfeuer. Oh nein, ey. Schreibt einer, verkaufe meine ganzen Schalke-Sachen wegen schlechter Leistung, lol. Ja, soll er mal machen. Ja, Event-Fans. Hier sind keine Signalfeuer! Ja, was meinen die denn? Aber was ja auffällig schon mal ist, ist auch, dass da auch hier so ein Gebilde hier ist. So ein Gebäude, das in etwa gleich aussieht. Signalfeuer, aber Signalfeuer dürften ja auch eigentlich nicht sehr versteckt sein, theoretisch, weil man muss die ja sehen. Die sollen ja Signale senden. Mhm. Also eigentlich sollten die relativ offensichtlich sein. Würde ich einfach mal von ausgehen, keine Ahnung. Also. Tja, keine Ahnung, ey. Gut gemacht! Richtig gut! Toll, Signalfeuer. Hast du? Ja, hier, wo ich bin. Ah, wie reinige ich das? Läutern mit F. Oh, eigentlich gar nicht zu übersehen, so wirklich. Ey! Oh! Macht keinen Mucki, Alter. Die Reinigung läuft bereits. Jo, 1 von 3. Okay. Okay, jetzt ist er, wo wir nach versuchen. Ja, dann lass mal ganz kurz hier noch ein bisschen Magie sammeln. Okay, ist fertig. Wenn der Extraktor nichts mehr bekommt, wird sich die Magie bald erholen. Das habt ihr gut gemacht. Ja, hier unten. Streck gesehen. Oh Mann, ey. Ich würde aber behaupten, das sind keine guten Orte für Signalfeuer. Nee, das stimmt wohl. Gibt auf jeden Fall bessere Orte, würde ich behaupten. Ja. Ich bin erstaunlich.
Nur 2 von 3 Schiffen. Genau. Das heißt, jetzt noch zu dem unteren Punkt hier. Der Boss wird gerade gemacht. Oh. Kann ich aufmounten. Kann aber nicht aufmounten. Jetzt. Will den nochmal? Ja, keine Ahnung. Wo müssen wir nicht, aber ist halt Erfahrung, ne? Ich bin auch zum letzten Signalfeuer gewesen, egal. Aber der geht eh jetzt in die Richtung. Falsche. Ach doch, falsche, stimmt. Ach, muss man nach oben, stimmt. Wir bekommen jetzt 5000 Gold gedroppt, dafür, dass wir das nochmal gemacht haben. Nice. Pass auf! In der Truhe nämlich. Und? Ja, so nicht. Hätte sein können. Okay. Dum-budum-budum. Ja. Bum 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 bum. Avatar der Bosheit. Die sind aber auch schnell kaputt wieder, die Dinger, ey. Naja. Gerhard Wusler. Sind nicht die gehörnten Wusler, das sind die Gerhard Wusler. M wäre zu klein für mich. Ja, M ist zu klein für mich. L passt. Aber M. Nope. Muss ausruhen. Alter, mein Smoke hat Bock, ey. Hä, warum? Lol, für mich hat das gar nicht gezählt. Oh mein Gott. Oh, nö. Ich hab doch gerade F gedrückt. Raste aus. Ach, wenn einer mal durchkommt. Nee, hä? Ja, ja. Du, da kann er durchkommen. Oh. Ah.
Kann nicht verwendet werden. Was? Rede ist vorbei. Wie? Ach so, Cooldown. Jetzt kann ich das wieder. Oh mein Gott, okay. Warte, dann sollte ich einmal auf Berserker gehen. Ja, warte, aber ich mach. Also, bei mir sind die auch Two-Hit. Ja, sind die bei mir sind die sogar One-Shot mit Berserker. Ja, ja, je nachdem, wie viel Wut ich gerade hab. Die bei mir auch One-Shot. Hey, warum ist denn bei mir schon wieder aus? Ja, irgendwie check ich das nicht. Jetzt startet das bei mir gerade. Hä? Ich hab doch gerade schon wieder F gedrückt. Komisch. Okay, jetzt hab ich's. Ja? Ja. So, nu zu den weiteren grünen Punkten. Mhm. Nun, was ist denn das jetzt? Besucht Aussichtspunkte, Ausblick, Panoramas. Wir sollen das Panorama nehmen. Ja, ja. Ja, okay. Du dum 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 dum. Ach man, Schuppe, Tupfe, Pepe. Stellt sie auch manchmal an die Schuppe. Dum 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 dum. So, da unten ist noch einer. Ach so. Ne, das kehrt zurück zu Tekla, ne? Ja, stimmt. Okay, Wegmarke. So, Signalfeuer, alles klar, go. Instanz. Eure Tauben formen die Zukunft all unserer Völker. Krambis spricht mit Hochachtung von General Nikus. Ich mach den Boss hier einmal mit. Ja, komm ich auch. Das ist ein Event, wenn man beide mal Erfolg, wenn man beide mal macht. Mhm. Auf sie!
Aber schnell irgendwie, ne? Das Meter zum anderen Meter jetzt so. Ja. Nö. Ja, nochmal rüber, weil der noch nicht kaputt ist, war das wahrscheinlich. Verbrennt euch nicht. Nö. Auch Krypto-Champion mit Finger abgeschossen. Besiegt 5 ja. Krypto-Champion, aber gab keine Punkte. Ja, ich auch. Naja. Keine Instanz? Ja. Kolosseum des Mitternachtskönigs. Warte, ich gehe wieder auf. Fernkampf. Was hofft ihr mit dieser Darbietung zu erreichen? Die sollen sehen, dass selbst Eparchs wertvoller Handlanger fallen kann, aber auch, dass die Besiegten Gnade erfahren. Das ändert überhaupt nichts. Sie kennen die Macht ihres wahren Meisters. Indem ihr mich leben lasst, beweist ihr nichts als eure eigene Schwäche. Spart euch eure Puste, meine Liebe. Ihr werdet sie brauchen, um eurem König euer Versagen zu erklären. Kinder von Naios, ihr braucht euch gar nicht so zu ducken. Mit jeder Stunde, die vergeht, schwindet Eparchs Macht. Selbst seiner Königin ist es nicht gelungen, seinen Willen umzusetzen. Um euch herum verfällt die alte Welt und eine neue. Sie kann ziemlich überzeugend klingen, was? Und doch erkennt das von seinen einzigen wahren König. Ui, was ist jetzt los? Ich habe dieser Farce amüsiert. Das ist Eparch. Oh ja. Aber jetzt ist es Zeit, dass die Hofnarren die Bühne verlassen. Habt ihr denn im Ernst geglaubt, dass meine Kryptis euch vertrauen würden? Vertraut auch nur einer von euch den Worten dieser Schwindlerin? Dann sprecht jetzt, wenn ihr dieses kindische Geschwätz unterstützen möchtet. Das dachte ich mir. Ich mache nur dieses eine Angebot. Lasst meine Königin gehen. Dann erhaltet ihr freien Abzug. Juria wird verschont. Und auf der Hut will nicht verhandeln, Junge, ich kann gar nichts machen. Ja. Wo bist du überhaupt? Du darfst mit diesen Verrätern keine Kompromisse eingehen. Noch nicht einmal für mich. Ach da. Sieht so aus, als hätten wir die Lücke in eurer Rüstung gefunden. Ich lasse mich nicht auf diese Weise benutzen. Ich sehe jetzt, wie sehr ich euch geschadet habe, mein Geliebter. Ich bin zu einer Schwachstelle für euch geworden. Aber das hat nun ein Ende. Pilo, jetzt gerade nicht. Ihr wollt den Krieg, den sollt ihr haben. Dann bringt mal eure Armee. Ich werde alles fressen. Alles. Mein Smaug wird dich fressen. Gut gemacht, Smaug. Was ist denn jetzt los? Wir fahren fort wie geplant. Jetzt habt ihr ihn geweckt. Er wird nun seine gesamte Boah, Internet, was mit deinem Internet? Gegen euch richten. Die sind im Badezimmer, da kommt, ist das, man, ist das WLAN-Signal also manchmal nicht so gut. Ja, so. Ihr könnt euch ruhig darüber lustig machen.
Hängt total. Okay. Aber lernt aus diesem Fehler, bevor ihr mein Volk ins Verderben stürzt. Euer Volk! Wir wussten doch alle, in welche Feuersbrunst wir da hineinmarschieren. Um uns jetzt noch aufzuhalten, braucht es mehr als einen Zorn. Philo. Wenn nur alle Generale Soldaten wie euch haben könnten, Ramses. Wir sind noch nicht bereit. Wir werden ihre Verteidigung überprüfen und auf unsere Gelegenheit warten. Ich rufe euch, wenn es soweit ist. Sprecht mit Nephus. Die Kraft, die in die Königin. Ach man, Philo, du Nervenkopf. Darf man nicht unterschätzen. Nervi. Aber noch gefährlicher ist sein Zorn. Es wird ihm wichtiger sein, uns zu töten, als selbst zu überleben. Es gibt nichts, das er nicht aus Rachsucht opfern würde. Wenn wir Glück haben, unterläuft ihm dabei ein Fehler. Aber für Diplomatie gibt es keine Chance mehr. Er wird kämpfen bis zum letzten Atemzug. Manche bestimmt, aber viele werden Labrys Opfer als Inspiration betrachten, als ein Vorbild ergebener Treue, dem sie folgen sollten. Man kann ihre Perspektive nicht wirklich nachvollziehen. Sie wollen Eparch als den großherzigen Anführer sehen, von dem man ihnen erzählt hat. Wenn man mit ansieht, wie jemand zum Märtyrer wird. Papageien-Philo ist wieder unterwegs. Das ist nicht einfach. Guck mal, der will auf Schulter. Papageien-Philo. Zu löschen. Ich weiß ja es nicht. Was ist denn Plan? Ist schlau und gerissen, aber auch heißblütig. Philo, Superstar. Sieht ihm gar nicht ähnlich. Ist so. Eine Chance ist zur Rache so nicht zu nutzen. Das macht mir Sorgen. Er hat etwas vor. Beautiful Popo. Sein reingestreckt. Wir müssen unsere. Hülter hat von Anfang an gespielt. Ja. Aber Gelb-Rot bekommen. Okay. Das war's wohl. So, jetzt mal mit Arena und Ramses reden. Ja. Ja, so sieht es wohl aus. Ich denke schon. Geht einfach so. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Nice. Sicher, die es muss wir sind eine zähe Truppe. Auf. Und es liegt bekommen unserer Art, dass unsere Chancen oft schlecht stehen. Selbst als wir hier in den Wandel saßen, haben wir mitbekommen. Alter, wie die jetzt alle durcheinander quatschen. Ja, wir können rausgehen. Ja. Alter.